Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren, hoffentlich diesmal kürzeren Folge City Skylines. Und wir fangen natürlich direkt mit Problemen an. Wie sollte es sonst sein? Wasser fehlt. Währenddessen lassen die Zeit natürlich weiterlaufen. Ich habe jetzt mir die vorherige Aufnahme nicht angeguckt. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob da jetzt irgendwie Ton zu laut ist oder was auch immer. Aber ich habe aus der letzten Folge gelernt, ich habe mir einen Timer gestellt, so dass ich da mal gegebenenfalls drauf gucken kann. Reden kann ich trotzdem immer noch nicht. Ja, mal sehen, was wir so heute alles Dummes anstellen. Ich hoffe, dass wir ein bisschen Fortschritt schaffen. Mit Pinsel wäre das alles viel einfacher gewesen. So. Zeit wieder auf zwei stellen, dass es ein bisschen vorläuft. So, in der letzten Folge haben wir ich habe angefangen, Straßenbahngleise zu legen. Und wir haben vor, da jetzt ein bisschen weiterzumachen. Schön, dass es bei dem Depot eine Anzeige gibt, wo Gleise sind. Und hier drüben nicht. Ich glaube, ich habe vor, bisschen was zu ändern. So, wo ist das andere Gleis hier drüben? Das ist schon richtig so. Nee, ist eigentlich total blöd. So. Nee, das wird ein normales Tramglas. So, hatte ich das hier hinten schon wieder normal gemacht? Nein. Die Straße da hinten bleibt frei, weil es hier eine Straße ist. So. Tramlinie läuft jetzt so ein bisschen mehr von der Stadt abgedeckt. Das wird die erste Linie sein. Wobei ich die Linie eigentlich gar nicht mal so stark brauche. Sehe ich gerade. Wir machen ein bisschen was anders. Der entscheidende Punkt ist, dass wir irgendwie in die Arbeiterstadt kommen. Dafür müssen das keine Tramgleise sein. Inzwischen bauen wir eine Verbinderstraße. Zack. Dann macht die Linie einmal hier eine Runde. Und kommt da drüben wieder zurück.
Ist was? Dann legen wir die Linie so. Wir fangen die Folge natürlich ziemlich geldverschwenderisch an, aber hey, dafür wird es am Ende hoffentlich dann auch besser. Ich glaube, der Weg führt nicht an einem zweiten Kraftwerk vorbei. Vom Wasser haben wir keinen Wind. Ja, ist was. Geht auch so. Na, viel gebracht hat es uns nichts. Hat es uns nicht. Wir reisen jetzt nicht weg. Ja, ich weiß, dass wir jetzt hier Verkehr anbieten können. Okay, einen Taxistand kann ich bauen. Dafür habe ich Kohle. Also für die Zentrale habe ich, für das Depot habe ich Kohle, aber nicht für den Stand selber. Nice. Aus meiner Erfahrung bringen die Taxis aber herzlich wenig. Ja, dann die Drogerie 2.0 ist verlassen. Na, 2.0 war sie anscheinend nicht. War anscheinend einfach ganz normal. Oder sie war zu neu. Das kann natürlich auch mal sein. Was für ein schöner Sonnenaufgang. Ich glaube, der Sonnenaufgang ist schon ein bisschen her, da ich die Sonne nicht mehr sehen kann. Und du möchtest schon wieder wegen deiner verdammten ausgehenden Verbindung. Ich gebe dir jetzt gleich eine ausgehende Verbindung. Hier. Zufrieden? Das ist so unnütz. Birkenpark? Ja, lass mal über Birkenpark. Das Grundstück nicht schon mehr. Es verbraucht unser komplettes Geld. Geld? Wo bist du hin? Ja. Die Darlehen haben wir komplett aufgebraucht. Gut gemacht, Ed Bürgermeister. Meiner Meinung nach sehen... Jetzt habe ich es geschlossen. Gelbe Maisfelder viel besser aus als schmutzige Fabriken. Hashtag Chaos, Hashtag Farming, Hashtag More Money. Ich weiß nicht, ob Landwirtschaft wirklich so viel Geld bringt. Die Ölindustrie haben wir ja nicht. Ich meine trotzdem. Ach so, Tankstelle ist ja Gewerbe. Hm. Ja, dumm. Ein dummes Kekel mal wieder. Oder was doch bei Ölindustrie? Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall eine Tankstelle. Ich hätte gehofft, dass hier jetzt eine etwas größere Tankstelle von Dino Oil ist. Wenn man dann einen Artikel vom Postillon schön mal reinbringen könnte, von wegen Benzin ist nicht vegan, weil ja Dinos drin sind. Ja, ein Friedhof! Ins Gewerbegebiet reinklatschen. Wir kommen immer noch mit einem Arzt aus? Are you kidding me? Probably, yeah. Frag nicht, warum ich gerade Englisch gesprochen habe. Ich bin manchmal ein bisschen komisch. Nee, ich denke gerne mal von Zeit zu Zeit mal auf Englisch. Frag mich nicht, warum. Und dann kommt es auch gerne mal, dass ich auf Englisch rede. Aus keinem ersichtlichen Grund. Da wäre jetzt das andere Werkzeug besser gewesen für. Und bevor die meckern, kriegen die natürlich auch Wasser. Und da schwindet es wieder dahin, unser hart verdientes Geld. Wir müssen wirklich noch mehr von diesem hart verdienten Geld ausgeben, um mehr Industriegebiet
bauen zu können. Sowas hier unten wird natürlich auch Landwirtschaft. Braucht natürlich noch eine Anbindung dafür und so. Strom hat's ja schon. Bumm. Straßenanbindung kriegt's später von da drüben. Jetzt klauen wir die uns erstmal. Elf Minuten sind wir schon. Schön. Ja, da ist eine Feuerwehr im Weg. Kann man hier in der Straße rausziehen? Warum habe ich das Fenster jetzt da weggenommen? Eine schön gerade Straße, sehr unrealistisch. Fange ich hier eine Ampel. Wow. Wo kommt das Geld her, wenn ich fragen darf? Ja, mir fällt was Moderneres als Landwirtschaft ein. Noch mehr Landwirtschaft. Huhahaha. Frag nicht, was das für Geräusche waren. Ich vermute, es war ein Affe. Komischer Affe, der jetzt gerade Let's Plays macht, obwohl er keine Ahnung davon hat. Wie so ziemlich die meisten. Also ich meine nicht die meisten Großen, ich meine die meisten. Das sind nämlich die Kleinen. Die sind nun mal noch nicht Großen. Und ja. Auch die Großen hatten mal keine Ahnung. Macht für das Volk. Wie schwer kann es denn sein, ein funktionierendes Stromnetz aufzubauen? Ist ja jetzt nicht gerade hochmoderne Technologie. Doch, das ist es. Es ist in der Tat hochmoderne Technologie. Und es brennt mal wieder. Ich mag die Sirene von der Feuerwehr nicht. Strom können wir gleich machen. Wow. Ach so, zwei Löschfahrzeuge für den Bauernhof und ein Löschfahrzeug, um hier den Unfall zu verarzten. Klar. Denkt mit die Feuerwehr. Strom wollte ich machen. Ich aber jetzt vorhin schon sagte, wir kommen nicht um das zweite Kraftwerk herum. Frage ist, wo wir es am besten platzieren. Hier hinten ist, glaube ich, ganz gut. Wäre natürlich schön, wenn wir das direkt aus. Wenn wir ein Ölkraftwerk hätten, was wir aus eigener Ölindustrie speisen könnten. Aber unsere Ölindustrie liegt da drüben. Da. Glaube ich, war es. Oder war es hier drüben? Ich glaube, hier drüben war es. Wartet. Okay, da drüben war's. Forstwirtschaft. Nice. Ja, okay. Also, dann sprechen wir mal kurz die Pläne für die nächste Folge. Denn die hier ist jetzt auch schon bei 15 Minuten. Gut, lang genug.
In der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass die Straßenbahn endlich mal ans Werk geht. Und ja, hier Gewerbe muss noch ausgebaut werden. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.